Wie Sie sehen, sind wir hier mitten am Rhein, an dem legendären Strom. Genauer sind wir in Unkel, einer kleinen Stadt im äußersten Norden von Rheinland-Pfalz. Und diese kleine Stadt hat eine bewegte Geschichte seit dem Mittelalter, traditionsreicher Ort. Im 19. Jahrhundert wird Unkel aber auch zu einem der führenden Orte am romantischen Rhein. Viele Besucher kommen hier hin, die Tourismusgeschichte wirkt sich auf Unkel stark aus. Heute präsentiert sich Unkel als bunte Stadt, farbige Stadt, Kulturstadt. Und wir werden uns gleich ein paar Orte genauer ansehen, die davon einen Eindruck vermitteln können. Wir sind hier an der wunderbaren Unkeler Rheinpromenade. Grün präsentiert sie sich heute. Im Mittelalter war hier die Stadtmauer. Aber später wurde sie bebaut mit großzügigen Häusern. Und in einem von denen wohnte im 19. Jahrhundert ein Jahr lang Ferdinand Freilichrath. Hinter diesen wunderbaren gelben Blumen sehen wir den dicken Turm. Der dicke Turm ist sicher der imposanteste Teil der ehemaligen Unkeler Stadtbefestigung. Seine Dachhaube macht ihn besonders pittoresk, ist allerdings erst später dazugekommen, dadurch wirkt er noch malerischer. Im Kern war er gebaut worden, sogar auch als Gefängnisturm. Innen gibt es also ein tiefes Verlies. Und angeblich soll sogar mal Ludwig van Beethoven da eine Nacht verbracht haben, um auszunüchtern. Solche Orte wie hier ziehen nun mal Legenden an. Sie ziehen auch Künstler an. Und wenn man an dieser Promenade entlang geht, findet man viele Bildhauerarbeiten, die extra hier aufgestellt wurden. Unkel ist halt heute eine Kulturstadt. Was unbedingt zu Unkel dazugehört, ist der Wein. In unmittelbarer Nähe gibt es hier sehr gute Lagen, in den Hängen, direkt bei der Stadt. Aber in der Stadt selbst ist sogar dieser Schauweinberg angelegt worden, mit ein paar Erläuterungen. Der Wein gehört so sehr dazu, dass es hier alljährlich im Herbst ein Wein- und Heimatfest gibt. In dieser idyllischen Umgebung natürlich eine ganz wunderbare Sache. Kurz, wir würden uns freuen, wenn Sie Unkel besuchen, und Sie werden es garantiert nicht bereuen.